wird ja ein Scheißtag. Nein. Ja, fängt schon auch, gell? Nee, ich kann's nicht. Aber ist vielleicht auch von gestern. Die rechte Hand will noch nicht wieder so richtig. Christiane Gund hat ihr Lieblingsklavierstück früher ohne Fehler gespielt. Doch die 43-Jährige macht schon große Fortschritte dafür, dass sie vor ein paar Monaten noch halbseitig gelähmt war. Die Folge einer Hirnvenenthrombose, vermutlich ausgelöst durch ihre Corona-Impfung. Ich habe mich ganz arg gefreut, dass ich geimpft bin und habe aber abends schon Schüttelfrost und Fieber bekommen und am nächsten Tag über 40 Fieber und bin dann eben in die Notaufnahme von der Uniklinik Heidelberg. Hast du noch was, was da rein muss? Doch die Klinik schickt die Mutter von drei Töchtern wieder nach Hause. Denn im Februar wussten die Ärzte noch nichts über die seltene, schwere Reaktion, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca auftreten kann. Ich habe dann im Laufe der Woche Kopfschmerzen bekommen, die immer schlimmer wurden und die Woche drauf, montags, schon so schlimm waren, dass ich ohne Tabletten gar nicht richtig arbeiten konnte. Und der Hausarzt hat dann nochmal beim Rettungsdienst angerufen, die Papiere fertig gemacht und dann erst bin ich in die Klinik gekommen, also fast 2 Wochen nach der Impfung. In einer nächtlichen Not-OP retten ihr die Ärzte das Leben. Ihre erste Sprachnachricht danach hat ihr Mann Michael irgendwie noch nicht löschen wollen. Hallo meine Lieben. Ich wollte euch nur sagen, die Mama hat euch ganz so lieb. Ihr seid die Liebe meines Lebens und ihr helft mir wieder fit zu werden. Ich vermisse euch ganz arg. Halte meine Frage am Laufen, bis ich so weit bin und dann wieder dazukomme. Ich liebe euch. Ciao. Es ist alles noch nicht lange her. Das war wie, wenn man das Herz rausgerissen bekommt. So was haben wir alle noch nicht erlebt gehabt. Und natürlich ist man eine Familie und man weiß, dass man die anderen liebt. Da war ich auch froh, dass ich meine Mädels gehabt habe, weil ich konnte sie in den Arm nehmen und konnte sie drücken. Das haben wir oft gemacht, gell? In die Scheiße gezappt. Jetzt halt wieder raus und weiter. Kann man den Kopf so ein bisschen einfach mal... Weil bei ihr bei der OP ein Teil der Schädeldecke entfernt wurde, um den Hirndruck zu mildern, muss sie im Alltag noch einen Helm tragen. Den nimmt sie nur zur Physiotherapie ab. Christiane Gund trainiert konsequent, will wieder ganz gesund werden. Wie ist das hier? Geht. In den Notaufnahmen der Kliniken kennt man inzwischen die Gefahr, dass nach einer Corona-Impfung das Blut verklumpen, die Hirnvenen verstopfen können. Das löst dann einen Schlaganfall aus. Und anders als noch im Februar bei Christiane Gund, weiß man jetzt, dass das von der Impfung kommen kann. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass Kopfschmerzen, die innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage nach der Impfung auftreten, ähnlich wie Grippe oder genau wie grippeähnliche Symptome, zu den häufigen Impfreaktionen zählen und erstmal nicht besorgniserregend sind. Wenn die Kopfschmerzen allerdings länger anhalten oder erst im Verlauf auftreten, nicht gut auf Medikamente ansprechen oder eben auch im Zusammenhang mit neurologischen Symptomen auftreten, dann sollte definitiv ein Arzt konsultiert werden und dann muss auch eine Bildgebung erfolgen, sprich eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie, um eine Hirnvenenthrombose sicher ausschließen zu können. Ja. Eine Familie auf dem Weg zurück ins Leben. Nach einem Schock, der bei allen noch tief sitzt. Christiane Gund ist eine Kämpferin und sie weiß, sie ist nicht allein. Mir geht's gut. Ich habe noch Defizite und habe noch Arbeit vor mir, aber ich schaffe das und ich gehe den Weg. Wir können alles schaffen, wenn man am Strang zieht, gell? Das ist eigentlich das Wichtigste. Gemeinsam, ganz langsam, Schritt für Schritt.